Zweites Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die erste Amateurliga. Pokalsieger Blaus empfängt Geist. Die Busterer haben das erste Match gegen Aldein Petersberg 0:2 verloren. Und geraten auch hier in der 20. Spielminute in Rückstand. Flanke Johannes Lambacher in die Mitte. Gästetorhüter Gabriel Meyer kann den Schuss von Elias der Bayern noch abwehren. Dann aber staubt Fabian Nischler zum 1:0 für Blaus ab. Für Nischler der 17. Saisontreffer. Geis kommt aber noch vor der Pause zum Ausgleich. Steger spielt zu Matthias Hellweger. Der lässt Lambacher aussteigen und trifft zum 1:1 unentschieden. Das ist im Blaus auch der Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel geht es so richtig hin und her mit Schanzer für beide Teams. Der eingewechselte Thomas Ferrazin setzt sich durch. Gabriel Meyer verhindert mit einer Glanzparade, dass Baus zum zweiten Mal in Führung geht. In der 58. Minute dieser unglückliche Zusammenstoß im Mittelfeld zwischen Ferrazin und Bär. Der Ball kommt zu Hannes Steger, der wird nicht angegangen, kann ungestört abziehen und erzielt das 2:1 für Geis. Mit tatkräftiger Mithilfe von Torhüter Nikolas Kaslater. Blaus musste natürlich alles auf eine Karte setzen. Der Beiner mit dem Pass auf Nischler, der trifft auch. Aber der Schiedsrichterassistent zeigt auf Abseits. Eine krasse Fehlentscheidung, wie unsere Wiederholung zeigt. In der 74. Minute berührt Hellweger diesen Pass von Nischler mit der Hand. Das gibt natürlich Elfmeter. Den Strafstoß führt Felix Bär aus. Der Blauser Mittelfeldspieler bleibt cool und bezwingt Meyer zum 2:2. 3 Minuten nach dem Ausgleich könnte Blaus sogar in Führung gehen. Gabriel Meyer lenkt aber mit einem Superreflex den Schuss vom Wielander an die Latte. In der 89. Minute probiert es Tobias Mauerberger aus 30 Metern, hat aber Pech, der Ball prallt an den Pfosten. Felix Gamper kann dann den Abpraller nicht nutzen. In der Nachspielzeit trifft Blaus-Kapitän David Bergmann noch die Querlatte. Und so bleibt es beim 2:2 unentschieden. Geist wird auch in der kommenden Saison in der zweiten Amateurliga spielen. Blaus muss hingegen am Mittwoch in Aldein gewinnen, um in die erste Liga aufzusteigen. Wir haben uns ein bisschen schwer getan, heute reinzukommen ins Spiel. Es ist ein bisschen nervös gewesen. Spielerisch waren die Gegner besser. Aber ich glaube, bis zum Schluss, von den Chancen her, haben wir einige gehabt. 3-4 Pfosten bzw. Latten geschossen. 2:2 passt. Mittwoch müssen wir so und anders gewinnen. Und ich denke, wir müssen uns noch mal ein bisschen steigern und Vollgas geben, dann ist da höher als noch drinnen. Ja, wir haben heute gewusst, um was es geht. Sind raus, haben gewählt, das Spiel gewinnen und waren lange 2-1 vor. Und dann ist es wie bei uns die ganze Saison schon ein blöder Fehler und es wird bestraft bei uns.